Schokolade. Schokolade. Und wieso? Weil wenn man so abends alle Arbeit getan hat und sich gemütlich aufs Sofa setzt, dann hat man auf nichts mehr Lust als auf ein Stück Schokolade. Na, wenn denn überhaupt so Schokolade eigentlich. Aber letztendlich steht ja McDonald's da so ganz klar im Verdacht, also auch so Stoffe beizumengen, die so süchtig machen halt, ja? Schokolade, definitiv. Dass so Sachen, die in diesen Hamburgern drin sind, vielleicht süchtig machen. Chips, glaube ich. Also wenn man da so einmal anfängt. Ich kenne mich als abhängig, ja. Wenn man da einmal anfängt, dann habe ich das Gefühl, sind da so Stoffe drin, die einen dazu veranlassen, weiter zu essen. Five Gum. Lebensmittel, also Zucker, Alkohol, ist das auch ein Lebensmittel? Alkohol, Nikotin natürlich. Möglicherweise, ja, kann ich mir vorstellen, weil bei jüngeren Leuten, die als Kinder anfangen, bei McDonald's mal Geburtstag zu feiern und dann weitermachen. Also ich persönlich nein, für viele sicherlich ja. Vielleicht manche Leute schon. Ich meine, alles, was einem gut schmeckt, kann einen vielleicht auch süchtig machen, oder? Also für mich persönlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch Leute gibt, die sich hauptsächlich davon ernähren und dann vielleicht nicht mehr damit aufhören können. Glutamat ist so ein Geschmacksverstärker. Aspartan ist doch ein Zuckeraustauschstoff, soweit ich das erinnere. Und soll nicht so dick machen. Nee, ich finde, da muss schon jeder selber überlegen, was für ihn gut oder nicht so gut ist und halt verantwortungsvoll damit umgehen. Man kann ja nicht Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Fastfood, alles verbieten, nur weil es vielleicht nicht gut ist oder eine faule Lebensweise oder was auch immer. Das wird sich nicht durchsetzen lassen. Da müsste man ganz woanders schon anfangen, alles zu verbieten. Also wenn es rechtlich bedenklich ist, dann sicherlich ja, dann muss es verboten werden. Generell sollte man aber deswegen nicht nur Fastfood verbieten, sondern darauf hinweisen, dass es nicht der Gesundheit förderlich ist.